Sophie, kommst du mit zum Ikea? Ich habe gesagt, ich komme nicht mehr mit euch zum Ikea. Warum? Also du hast ja einen Freund. Ja. Was würdest du tun, wenn er keine Kinder will? Schluss machen. Ich würde auch Schluss machen. Echt? Ich glaube, das ist der größte Schluss machen. Das Problem ist, Leon will Kinder, aber Michelle will niemals Kinder haben. Ich habe ihm auch schon gesagt, ja, vielleicht sollten wir uns trennen, weil ich will ja keine Kinder. Und er so, ja, denk mal jetzt mal nicht an die Zukunft. Frauen sagen immer, die wollen keine Kinder. Aber verhüten tun sie auch alle nicht mehr. Also. Und was ist, wenn Michelle einfach schwanger wird? Das habe ich mir auch gefragt. Also wenn du jetzt schwanger werden würdest, würdest du abtreiben? Ja, jetzt auf jeden Fall, hoffe ich doch. Das wusste nicht, dass es für dich wichtiger ist als für Michelle. Nein, das ist für mich ist auch so wichtig. Okay. Dann würde man so eine Staubwolke in meiner Form sehen. Same. So, hey Leon, ich bin schwanger. Puh, von meiner Lüste. Glaubst du, es war nur so eine Phase oder ist es so ein finales Nein? Ist das so ein finales Nein? Ja, natürlich. Ich habe kein Interesse daran, Kinder zu kriegen. Zero. Und jetzt 10 Jahre später, meine Kinder schauen die Vlogs. Willst du Kinder? Ja. Mhm. Aber nicht mit dir, Leon, falls das jetzt die Frage ist. Alter, Pari und ich haben einfach schon über künstliche Befruchtung geredet. Ah ja, übrigens, Pari ist Sophies feste Freundin. Sie ist nämlich jetzt lesbisch. Neuerdings. Bei Samenspenden muss man sich doch, glaube ich, bewerben mit so keine Ahnung, Name, Alter, Einkommen. Einkommen? Cool. Du kriegst keine Alimente vom Vater dann. Sie kommt. Erschreck sie. Mein Herz, es ist noch immer noch. Ich habe mich erschrocken, weil ich voll vergessen habe, dass du schon da eingezogen bist. Aber wie ich gesagt habe, erschreckt sie, wusstest du gar nicht, wen du erschrecken sollst. Dass du einen Herzfehler hättest? Digga, du gibst mittels Herzfehler. Ich hab dein Herz zum Stehen gebracht. Leon und ich haben einen Termin bei Red Bull. Vielleicht wollen sie einen Red Bull mit mir rausbringen. Eine eigene Sorte. Ja, wahrscheinlich. Dafür bist du auch wichtig genug. Schau mal, wie casual er da an der Ampel steht. LOL. Er ist Mr. Casual. Er ist so einer, wo du sagst, hast du Freitag Zeit? Boah, nee, muss ich mal gucken. Ja, stimmt. Vielleicht ist das ja ein Trend. Ich hoffe, das Meeting wird casual. Casual. Der Meetingraum ist casual. Aber letztes Mal war der doch nicht so casual. Oh, Mike, wie geht's? Ziemlich casual. Als Maul. Ich habe gehört, hier gibt es eine Gesangsgruppe, die singen lernen will. Ja. Die haben mich eingeladen. Die haben dich bestimmt eingeladen. Die haben mich eingeladen als ihre Gesangslehrerin. Das ist die erste taube Gesangsgruppe, die es gibt. Die Gs, Cs und Hs habe ich drauf. Ja. K. Und K. Du weißt, dass K kein Ton ist von der Tonleiter. Jemanden habt, der soll euch besser lernen. Sag dir mal ganz kurz den Text, was ich jetzt lerne. Das kannst du ja keinem erklären. Also einmal G auf 3. Zeig mal vor, wie G geht. Ja. Was ist das Wichtigste beim Singen? Ich finde auch, das Wichtigste ist, die Töne zu treffen. Wenn man das nicht hat. No shit. Habt ihr irgendwelche sonst Tipps für mich? Weil ich bin schon der Profi, ich weiß. Aber ein paar Tipps wären nicht schlecht. Man muss gut aussehen beim Singen. Wenn du zwei Körperteile von dir tauschen müsstest, welche wären das? Ich würde voll gerne meine Augen und meinen Arsch. Obwohl. Das ergibt gar keinen Sinn. Dann hast du Augen am Arsch und Arsch im Gesicht. Es gibt Gebiete. Das habe ich schon. Kann ich das photoshoppen, wie das aussehen würde? Kannst gerne mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist mein Albtraum. Das ist mein Traum. Also keine OP? Nee, ich tausche dann lieber doch was anderes. Vielleicht Ohren mit Arsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt träume ich safe davon. Ich hoffe, ich auch. Update, Lisa ist am Heulen. Sie ist nämlich im Krankenhaus, aber die Rettungssanitäter haben gemeint, es ist nicht so schlimm, du brauchst keine Übernachtungssachen. Guess what? Es ist so schlimm und sie braucht Übernachtungssachen. Eine Freundin von mir hat deswegen ein Jahr Schule nicht gemacht, wegen Fallwurfdrüsenfieber, weil es immer wieder gekommen ist. Danke für die Erdung. Lisa, du bist super stark. Da fängt man auch an zu reflektieren langsam, dass es vielleicht besser wäre, wenn man nicht krank ist. Nee, da hat Maike aber wirklich einen Punkt. Da. Brauchst du uns noch am Telefon für Beistand oder? Wie geht's? Super gut. Schaust gut aus. Drei Infusionen. Aber ballert's? Der Vlog ist noch nicht vorbei, denn nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher danke fürs Zusehen. Und zwei Drittel der Vlog-Zuschauer haben noch immer nicht abonniert. What? Und die werden so einiges verpassen. Peace. Du sitzt da, als würdest du über deine Beziehungsprobleme reden wollen. Aber hast du auch genug Wasser getrunken, weil vielleicht geht's dann weg.